damit wir nicht nur über Rindviehhaltung reden, ich bringe gerne das Beispiel immer, wir haben ja in Deutschland jetzt federführend begonnen, die Käfighaltung von Hühnern zu verbieten. Die EU hat es jetzt aufgenommen, es soll jetzt der Versuch gestartet werden überall, aber aktuell ist ja so, dass die Käfighaltung aus Deutschland verschwindet und der größte Hühnerhalter ist in Lettland mit 3 Millionen Hühnern und diese Eier kommen zum Teil auch auf den deutschen Markt. Und dieses Problem wollte ich nur ins Bewusstsein bringen, wenn wir uns in Deutschland bemühen, dass dann andere Länder diese Märkte übernehmen. Klar, man muss. Dr. Herzog, das ist bei Eiern, gebe ich Ihnen völlig recht, bei den Konsumeiern haben wir noch einen hohen Anteil. Bei Eiern in verarbeiteten Produkten sind es weitgehend Eier aus anderen europäischen Ländern. Deswegen auch unser Vorschlag, sowohl bei der Mehrwertsteuer wie auch bei der Verbrauchsteuer, dass die Importe genauso belastet werden, damit hier kein Preisabstand zwischen nationalen und Importprodukten besteht. Dies fangen wir durch eine Belastung auch der Importprodukte auf. Das haben wir eben bei nicht gemacht. Das war der Fehler. Frau Singer, die Modelle, sind die für Sie schlüssig? Und vor allen Dingen haben Sie auch die Befürchtung, dass es eben vielleicht bei den kleineren Betrieben dann nicht unbedingt ankommt? Oder wie kann man es gewährleisten, dass das Geld dann tatsächlich auch ankommt? Der Herr Burkhardt hat es schön erklärt, das muss die Politik entscheiden. Also die Modelle sind da, sind durchgerechnet und ob es möglich ist, muss Politik entscheiden. Für uns Bauern, für uns muss klar sein, dieses Geld muss verlässlich in Verträgen gesichert kommen. Nur dann kann man in Tierwohl investieren. Ansonsten wäre die Tragik, wir fahren dann unsere Betriebe an die Wand. Das will, glaube ich, keiner. Und es muss natürlich auch so gestaltet sein, diese ganze Entwicklung muss einfach so sein, dass es für die Betriebe zu leisten ist. Also es muss wirklich, wir brauchen auf der anderen Seite den Staat und vielleicht auch, also das muss der Konsument mittragen. Also wir brauchen eigentlich beides. Entscheidend ist, dass das Geld bei den Betrieben ankommt, um mehr Tierwohl leisten zu können. Ja, Herr Dr. Herz. Jetzt hätte ich gleich eine Frage an Herrn Borchert. Die Frau Singer hat ja eben argumentiert, zu Recht, dass dieses Geld dann beim Bauern ankommen muss. Jetzt frage ich den Herrn Borchert als erfahrenen Minister. Ich habe auch ein bisschen schon Erfahrung mit den Discountern und Sie haben ja eingangs gesagt, Sie werden keine Verträge mit verbindlichen Preisen unterschreiben. Ich habe die Befürchtung, wenn dieser Mehraufwand dann auf die Produkte draufkommt, dass findige Lebensmitteleinzelhandelmenschen dann sagen werden, jetzt haben die Bauern ja mehr Geld, jetzt können wir den Preis insgesamt wieder etwas absenken. Teilen Sie diese Befürchtung und sehen Sie Chancen, dass wir im Zuge dieser Diskussion unsere Preise ein Stück festmachen können? Also unser Problem ist doch, dass wir schon heute unter erheblichem Preisdruck stehen. Wir haben ja, gehe jetzt mal zur Schweinemast über, in der Produktion von Schweinefleisch schon lange keine Kostenführerschaft mehr. Länder wie Spanien, denen es keine Auflagen gibt, in denen Investitionen und Baumaßnahmen sehr viel einfacher sind, bauen die Schweinemast massiv aus und die billigen Produkte aus Spanien drängen bei uns auf den Markt. Das Problem haben wir heute schon und der Import billiger Produkte führt dazu, dass wir immer weiter unter Preisdruck geraten. Das wird durch eine Verbrauchsteuer oder eine Anhebung der Mehrwertsteuer zur Finanzierung von mehr Tierwohl eher besser zugunsten der deutschen Landwirte. Wir werden die Importprodukte genauso belasten und die Discounter können ja nur weiteren Preisdruck auf die Bauern ausüben, wenn sie aus dem Ausland mehr preiswertere Produkte bekommen. Und das wird mit der Belastung und mit einer Abgabe bei Importprodukten wird der Druck nicht verschärft, sondern eher verringert. Aber trotzdem wird natürlich der Großhandel immer versuchen oder der Discounter immer versuchen, über den Preis auch bei Bauern Druck auszuüben. Deswegen begrüße ich, dass offensichtlich die Discounter jetzt bereit sind, auf Tierwohl höhere Stufen umzusteigen.
Und wir müssen jetzt in Zusammenarbeit Discounter und Politik regeln, dass das Angebot aus Deutschland kommt und die Discounter dieses Angebot aus Deutschland dann auch wirklich anbieten, wobei das nicht ohne staatliche Hilfe geht. So kann man, glaube ich, den Druck auch für auf der Preisdruck auch bei Bauern, auf der sonst auf Bauern zurückgeht, auffangen. Das Risiko, dass es zu einem Preisdruck kommt, ist größer bei Abgaben, die privatwirtschaftlich erhoben werden. Es gab ja auch Vorschläge, das Ganze über ein Fondsmodell zu finanzieren. Da ist das Risiko groß, dass das zulasten der Bauern geht. Ja. Liebe Christine Singer, ich hätte dazu eine Frage an dich, denn ich glaube, es ist für Landwirte dann sehr entscheidend. Aldi hat ja angekündigt, in einer bestimmten Zeit, das werden wir sehen, wie sich das einführen lässt, diese anderen Produkte dann nur noch in den Geschäften anzubieten mit dem höheren Tierwohlstandard. Jetzt frage ich dich als erfahrene Kreisbezirks- und stellvertretende Landesbäuerin. Ich persönlich habe ein bisschen Bedenken, wir haben dann bei den Landwirten vielleicht eine Zweiklassengesellschaft. Siehst du das ähnlich oder siehst du hier Möglichkeiten, dass wir hier vielleicht eine Offensive starten, dass dann alle mitmachen? Also ich meine, der Ansatz ist ja so, dass man möglichst alle mitnehmen will. Und das ist ein sehr guter Ansatz. Und ich glaube nicht, dass man alle mitnehmen kann, aber es muss jeder die Möglichkeit haben, mitgenommen zu werden, weil wir leben halt in dieser Zeit, wo der Konsument Wert legt, dass hier wohl ein großes Thema ist. Und ich meine, mit einem staatlichen Siegel, also eine verpflichtende Tierwohlkennzeichnung, da hätten wir einfach, das war dann eine einheitliche Ebene, wir würden uns dadurch abheben, aber auch da wieder, das funktioniert natürlich nur mit finanzieller Begleitung. Also ich wünsche mir, und das wollen wir schaffen, dass jeder Landwirt da mitkommt, und das war das große Ziel.